Herzlich willkommen zu 10 Minuten für mich, heute im Stehen für die Schultern. Du brauchst gar nichts, stell dich einfach hin, ganz gemütlich, ungefähr hüftweit und dann geht's los. Du kreist deinen linken oder rechten Arm, auf jeden Fall den Arm Nummer 1 nach hinten. Schöne große Kreise, anderer Arm nach hinten kreisen. Richtig schöne große Kreisen. Es darf knacken. Anderer Arm kreist nach vorne. Und auch hier machst du wieder große Kreise. Kannst immer gern ein bisschen den Rücken mitnehmen. Andere Seite, rechter Arm bei mir, kreist nach vorne. Und dann beide Arme nach hinten, so groß wie es geht. Denk dran, weiter zu atmen, ein bisschen lockern und dann das Gleiche nach vorne. Mach große Kreise nach vorne. Und achte weiterhin auf einen festen Stand. Wieder lockern. Du stellst dich etwas weiter auf, deutlich weiter als hüftweit und du machst große Schwünge, große Achten. Und wie du siehst, nehme ich die Hüfte ein bisschen mit, lass die Beine ein bisschen mitarbeiten und ich mache das extra mit Schwung, richtig groß nach hinten und nach vorne mit Schwung. Mein Schulterblatt geht mit, der Arm schwingt. Mach das so intensiv und so groß, wie es für dich geht und wie du es magst. Wenn dir das in der Höhe zu anstrengend wird für die Schulter, kannst du es auch tiefer machen, nur auf Schulterhöhe oder Unterschulterhöhe, wenn du akut Probleme hast in deiner Schulter. Probier dich ein bisschen aus. Und nimm ruhig den ganzen Körper ein bisschen mit. Kurz lockern. Und dann machst du das Gleiche auf der anderen Seite. Auch hier wieder diese großen Achten. Wenn du die Form gefunden hast, mach es wieder ein bisschen schwungvoller, dynamischer. Für diese Übung bräuchtest du noch nicht mal Sportklamotten anziehen. Kannst du jederzeit zwischendurch machen. Richtig schön groß. Und auch hier gilt wieder, du kannst es auch eine Etage tiefer machen, wenn dir die Schulter wehtun sollte, oder noch eine Etage tiefer, wirklich nur so unten rum. Schulter und Rücken richtig schön mitnehmen. Und wieder lockern. Sehr schön. Genau, richtig schön ausschütteln, so doll wie es geht. Hände schön schütteln, richtig locker lassen. Es darf knacken, es darf ein bisschen lustig sein. Und dann nimmst du die Arme zur Seite und kreist aus dem Ellbogengelenk nach hinten. Konzentrier dich darauf, die Kreise aus dem Ellbogengelenk zu machen. Spüre aber, wie das trotzdem in deiner Schulter ankommt. Mach das mal nur mit dem einen Arm. Der andere darf Pause machen und hängen und dann nur mit dem anderen Arm. Und einmal in die andere Richtung mit dem anderen Arm. So intensiv, wie es geht, auch wenn es sich hakelig anfühlt.
Und natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Sehr schön, wieder lockern. Die Arme einmal ins U nach oben, Ellbogen ist auf Schulterhöhe und du rotierst ein und aus. Du bewegst also den Unterarm nach hinten und nach unten, so intensiv, wie es für dich geht. Wenn du weiter rumkommst als ich, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ich komme nicht so gut nach unten rum. Dann mach das gerne noch weiter rum. Achte darauf, dass der Ellbogen auf Schulterhöhe ungefähr bleibt oder zumindest auf Brusthöhe bleibt. Die Übung ist für mich immer sehr anstrengend. Andere Seite auch nochmal. Finger sind schön gestreckt und gespreizt. Und du spürst die Bewegung wieder in der Schulter. Richtig schön ausrotieren und einrotieren. So intensiv, wie es geht. Autschi. Alles wieder ein bisschen lockern. Wunderbar. Richtig schön schütteln, lockern alles. Dein Handrücken zeigt nach vorne und du drehst die Arme so nach außen und nach innen, dass immer mal dein Handrücken nach vorne zeigt und dann wieder deine Handfläche. Und mach das so intensiv, wie es geht. Ich drehe mich hier einmal rum, damit du es von allen Seiten siehst. Ich hoffe, du siehst, wie die Schulterblätter mitarbeiten. Mach das ruhig auf beiden Seiten weiter. Ich möchte dir das so nur ein bisschen besser präsentieren. Ja, die Bewegung nimmt auf jeden Fall die Schulterblätter auch mit. Bring da richtig schön Beweglichkeit in deine Schultern, in deine Schulterblätter. Und wieder lockern, ganz wichtig zwischendurch. Den Arm zur Seite und du drehst hier aus und ein. Bitte mach nichts, was dir wirklich Schmerzen bereitet. Es darf ein bisschen unangenehm sein, aber es soll keine Schmerzen bereiten. Jede Übung, die Schmerzen bereitet, lässt du bitte erstmal weg. Eindrehen, ausdrehen, so intensiv, wie deine Schulter es loslässt, zulässt und dann die andere Seite. Auch hier wieder eindrehen, ausdrehen, so intensiv wie es geht. Und ruhig spüren, dass du bestimmt eine Seite hast, auf der es besser geht und eine, auf der es schlechter geht. Wieder lockern. Den Arm nochmal zur Seite und als ob du einen Teller trägst. Ausdrehen und wieder eindrehen. Ausdrehen und wieder eindrehen, so intensiv wie möglich. Denk nicht zu viel darüber nach. Es geht im Grunde erstmal nur um die Bewegung. Alles, was du bewegst in der Schulter, ist gut. Locker lassen, andere Seite. Grundposition ist wieder, ich trage den Teller und dann drehe ich ein und aus. Vielleicht siehst du es bei mir, auf dieser Seite geht es deutlich schlechter. Das ist meine operierte Schulter, die immer noch nicht wieder so ist, wie sie mal war. Atmen nicht vergessen und wieder lockern. Sehr schön. Dann dehnen wir noch einmal. Ein bisschen den Arm rüberziehen und spielen. Natürlich könnte man diese Dehnung halten. Aber das ist hier ein Video, wo es eher um Beweglichkeit geht und um Entkleben. Vor allem um Beweglichkeit. Und deswegen geh da ein bisschen dynamisch rein. Nimm den Arm richtig schön mal zu der, mal mehr nach unten, mal mehr nach oben. Meine rechte Hand fasst den linken Ellbogen und zieht den immer mal in eine andere Richtung. Je nachdem, wo ich den hinziehe, spüre ich es an unterschiedlichen Stellen.
Dann kann man da natürlich auch nochmal halten. Und lockern die andere Seite. Die rechte Hand, nein, die linke Hand fasst den rechten Ellbogen, zumindest bei mir. Und ich dehne wieder ein bisschen rüber, gehe immer raus aus der Dehnung und wieder rein. Mach immer nur das, was dir gut tut und wo du merkst, dass sich das irgendwie interessant anfühlt. Und auch da kannst du nochmal halten ein bisschen und wieder lockern, alles nochmal ein bisschen durchbewegen, die Hände hinter dem Rücken verschränken. Arme strecken, Brustbein anheben und nochmal richtig schön diese Dehnung kurz halten, genießen und wieder lösen. Du hast es wieder geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen.